Onkel, wohin gehen Sie denn heute Mittagessen? Was, nach Hause? Aber da fahren Sie eine halbe Stunde hin und her und geben 70 Groschen aus für die Tramwei. Und dafür kriegen Sie doch ein hochelegantes Menü. Wo? Gegenüber. In meinem Stammlokal. Bestimmt. Was, Sie glauben mir nicht? Also wollen wir wetten? Gut, worum wetten wir? Um einen Kuss, ja? Fein. Brauche ich heute schon keine Mehlspeisen mehr. Also ich führe Sie hinüber, na, Sie werden staunen. Das ist ein Betrieb da drüben, ein Hin und Her. Und alles mit Tempo, flott, husch, husch. Ja, heute haben die Leute selbst zum Essen nicht Zeit. Aber mir ist das schließlich egal. Rasch ein bisschen, ein Schluck und dann hat man genug. Dazu braucht man kein Luxuslokal. Mein Stammlokal ist und bleibt das Automatenbuffet. Denn das ist was für mein Portemonnaie. Um ein Butterbrot kriegt man eine Suppe. Mein Stammlokal ist und bleibt das Automatenbuffet. Sehen Sie, das ist für mich ein Milieu, weil ich dort nicht auf Noblich sehe. Ich bin mein eigener Schani und mein Kellner und mein Markeur. Ich gebe mir selbst ein Trinkgeld und ich sag mir gnädiger Herr. Mein Stammlokal ist und bleibt das Automatenbuffet. Wiener Schnitzel und Wiener Kaffee sind dem Wiener sein ABC. Fantastisch, ich weiß doch, was ich will. Mein Stammlokal ist und bleibt das Automatenbuffet. Wiener Schnitzel und Wiener Kaffee sind dem Wiener sein ABC. Moment, was ist denn mit unserer Wette? Ich krieg doch noch einen Bussel. Na, also das war gar nichts. Nein, das hat das Herz gefehlt und überhaupt. Darüber werde ich Ihnen etwas auf der anderen Seite der Platte erzählen. Gemma.